Da hinten steht eine AN. Ich sehe einen Typen, ich sehe einen Typen. Wo? Mitten auf dem Airfield. Mitten auf dem Airfield. Ein Fahrzeug haben wir gesehen, aber... Beziehungsweise ganz viele inaktive Fahrzeuge, aber jetzt keine Personen, die auf dem Boden irgendwo lang waren. Oh, die haben das Airfield mega überarbeitet. Ach, ich weiß, welches Server das ist. Die haben, ja, wir waren hier schon mal. Die haben hier mega das Airfield überarbeitet. Ich habe eine Waffe gefunden, eine K98K. Ja, die habe ich auch. Ehrlich? Ja. Okay, ich habe die zu einer RPK gewechselt. Ich will nicht spielen, was du spielst. Dann sollte man echt richtig kacke sein, ne? Ich habe eine Night Vision gefunden. Hast du das vom auch? Vom Thema blinken. Nö, will ich gar nicht mehr haben, wenn du es hast. Ja, sehr gut. Ich auf vernünftiges Battle ein. Hast du Cheats ausgemacht, Barry? Dann können wir jetzt loslegen. Ja, gerade ausgemacht. Ich denke, ich habe jetzt Autos. Wo soll ich euch abholen? Ich habe nur 1,8 Kilometer bis zum Airfield. Ehrlich? Ja. Ungelogen? Ungelogen. Ich mache hier alle Fahrzeuge an. Hier sind alle inaktiven Fahrzeuge. Ich mache die alle an. Und wieso? Weil das kann. Hier ist ein Fahrzeug, was ich noch nie benutzt habe. Ich glaube, wir fahren mal damit. Oder das ist eine Mission. Ehrlich? Ja, da oben steht doch Event. Wo steht? Dann ganz Event. Oben am Bildschirm ran. Ja, okay, da gehen wir, fahren wir gleich hin. Wir sind ja beide in der Nähe. Perry möchte heute nicht mit uns spielen, habe ich gehört. Gar nicht. Was schlägst du denn? Oh, der Little Bird fliegt dahin. Wenn du jetzt noch da hingehst, können wir den Little Bird abfangen, wobei, wie weit ist denn das weg? Ja, komm hier eben zum Airfield, zur Südbeutacke. Ja, 3,6, das packen wir nicht mehr, bis dahin ist der Little Bird schon. Doch, da. Hier sind Autos. Ja, die müssen erstmal dagegen kämpfen, alles. Das ist nichts kämpfen, das ist eine Suchmission. Das ist ein Event, das ist keine Mission. Komm jetzt hier hin. Ich hab meinen Freitag verloren, ich hab meinen Freitag verloren, das ist das größte Problem gerade. Kannst du meinen Tech haben, ich lauf dann. Nee, wir haben ja hier die Autos. Nur zum Repairen durch meine Toolbox. Voll. Super. Brauch kein Fahrrad mehr. Also mitten an ich dem Airfield. Ich hab mein Fighter gefunden. Nee, ist gut. Ich bin jetzt auch am Airfield. Okay. Das muss man schaffen, zur Südbeutacke zu kommen. Genau. Alles klar. Nicht leicht als das. Was? Wie gelöscht ist es? Wie gesagt, nicht schlechter als das, Perry. Hör doch mal zu, was ist los mit dir? Wieso mobbst du Luke auf einmal? Das ist schon ein bisschen. Ja, ich hab's nicht verstanden, ne? No. Ich bin krank, Perry. Lass mich. Du bist ja schon mal. Ja, ich bin jetzt an der Südbaracke. Okay. Komm in den Wald. Ey, der funktioniert jetzt, Mucke. Echt? Ich hab 3 Reifen besorgt. Ist klar, du fährst, oder was? Alter, ja, atmet der Zombie. Geh mal, warte, ich spiel mal nicht hin. Geh nochmal weg, sieh kurz. Ja. Warte, ich muss hinten einsteigen. Geht das? Das klappt nicht mehr. Oder doch? Ja, okay, jetzt sitze ich hinten und backe irgendwie rum. Ich kann nicht rausgeschossen werden. Meinst du? Soll ich mal testen? Jetzt hinten drinnen, in diesem. Willst du dich hin reinlassen? Dann bist du sicher. Cannot fire. Nee, du fährst mir zu schlecht. Perry disconnected einfach vom Server. Ehrlich, Perry? Ja, ich mag euch mit der Scheiße. Ihr mobbt mich nur, weil ich krank. Nein, ich bin Kiko. Wir sind jetzt wieder Global Bun. Hilfe! Hilfe! Gerade wo ich die Aufnahme beendet habe. Du wurdest gerade betroffen, ne? Ja, so ungefähr 10 Mal.
Nur bei mir kommt nur einmal Blut. Okay. Du kannst ja immer auto-bandagieren. Ja, ich kann aber auch einfach ausstehen. Ich wusste, dass da einer ist. Ich hab den schon vorher gesehen. Ich lege hier erstmal zwei Reifen ab. Das bringt Glück. Ich halte die Augen offen. Ich bin ja hier hinten drin sicher. Okay, siehst du den? Nee, ich guck gerade noch in die Richtung. Bist du dir sicher, dass du den nicht siehst? Ich hab ihn eben gerade gesehen, ja. Irgendwas aber hast du gesehen? Sehe ich nicht mehr. Nee, ich hab ihn gesehen eben. Okay, aber... wo war der? Ist er weggelaufen? Ich umgehe den dort, ne? Ja, der ist nach rechts irgendwo hingelaufen. Ehrlich? Rechts rum. Ja, ehrlich. Ich bin auch rechts rum lang gelaufen. Ja, dann wird er gleich rechts rum entgegenkommen. Der läuft gerade mitten auf dem Berg, neben der Tanne ist der gerade. Wo? Ziemlich mittig auf diesem kleinen Hügel hier. Ich bin da auch. Der ist in der Tanne. Okay. Kannst du einmal auf den schießen? Ja, pass auf. Pass mal auf jetzt. Schieß einmal und dann... Der läuft jetzt weiter nach rechts. Der läuft weiter nach rechts, warte, da kann ich nichts machen. Okay. Warte, ich geh baiten, okay? Siehst du mich denn? Warte, schieß gerade auf mich. Okay, warte. Und dann hörst du die Schüsse. Guck, ich bete wunderbar. Und besser baiten kann ich nicht. Der macht gerade alle Reifen kaputt. Ich hab den down. Der läuft jetzt weiter nach rechts. Ich hab den down. Jawohl. Gut gebaitet, Mann. Gut gebaitet. Mann, ey. Das Boah, Team. Ey, ein bisschen eine Herausforderung. Junge! Eine MK17 Sniper hatte der. Jawohl, guck mal hier. Aber ich glaube, da war noch einer. Nein, da war kein anderer. Der erste, der uns beschossen hat, hat uns so mit so einer komischen Dingswaffe beschossen, weißt du? Die war grünlich, ne? Nee, das war so eine PKP oder so. Oh ja, ach, die Schüsse waren grün. Ja, dann komm her, der hat RPK-Magazine mit. Ja, warte, ich bin schon da. Unter den Giddy-Suit, hab ich gewusst, hab ich gesehen. Jo. Weil den kann man nicht ausziehen. Ich bin jetzt auch wieder am Server. Ich hab... Oh, Digga, was ich für Waffe... Oh, der hat eine M110. Digga! Digga, guck dir... Warte, lass mal hier erstmal versteckt in die Tanne gehen. Dann sind wir unsichtbar. Mhm. Okay, wir sind jetzt mit unsichtbar. Mit der Kleidung. Ich bin jetzt auch unsichtbar. Okay, pass auf. Ich nehme die M110. Alter, Digga, ich bin unsichtbar. Hey, Digga, Junge. Dann nimm du... Alter, ich hab 9 Gold. Alter. Antibiotics, Panda. Ich hab einen Ghillie-Suit. Alter, Digga. Nimm du eine dicke Waffe. Nimm mal alle Waffen von mir. Ich kann nicht an den Backpack gehen und ich hab nicht so einen großen Backpack. Okay. Oh, weil man schickt einen Ghillie-Suit vor mir. Ja, das war ich. Kann ich mir eine Waffe aussuchen? Ja. Willst du die MK17 Sniper nicht haben? Nee, nimm die. Oh, das ist schön. Auch dich, ich viele mal ganz viele dafür. Wo? Nee, fliegt was. Ja, das ist ein Flieger. Oh, da kommt mal ein 1-2 auf uns zugeflogen. PKP und so willst du nicht haben? Ich glaub, die 1-2 crasht gerade in uns rein. Meinst du? Könnte mir auch eine Waffe mitbringen? Jojo, nehmen wir mit. Okay, der hat leider kein Bloodpack dabei gehabt. Ist ein... Will der landen? Hier kommt noch ein Littlebird. Können wir drauf einen Littlebird schießen? Nee. Nee, warte mal. Der fliegt zu weit weg. Weißt du, was das Hauptproblem ist? Deine Mutter. Ne, ich glaube, das ist. Hast du noch 2 Reifen? Ey, da ist noch jemand. Glaub mal, da ist noch jemand. Da sind übertrieben viele Zombies an der Feuerwache. Komm her, wir gehen hinten lang. Ich leg eben hier die Waffen ab. Perry, ich kann leider nicht alle Waffen mitnehmen. Der Little Bird kommt. Ja, eine würde ja schwächen. Ich muss alle Waffen ablegen. Ich kann mich sonst nicht bewegen. Ich nehme Perry die PKP mit. Okay, dann nehme ich das Magazin dann mit, dann komm. Dann laufen wir eben in den Wald rein. Ich wurde eben gut angehittet, als ich gebaitet habe im Auto. Aber hier sind noch übertrieben, überall sind Zombies hier. Auch hinten an der Feuerwehr. Das ist ein Medic-Zelt. Kommt direkt auf uns zu, der Lübe kommt direkt auf uns zu. Okay. Das ist ein Medic-Zelt, das würde ich gerne looten. Weil ohne ein Bloodpack werde ich nicht lange leben. Der Lilbert spottet uns, der sieht uns. Der guckt auf uns, der Typ.
Doch, Der doch, der guckt hat gerade mich, auch der unten guckt geguckt. mich. Der hat daneben geguckt. Junge, wollen wir nicht einfach draufschießen, Mann? Der umkreist hier so locker easy. Ja, wollen wir auf den schießen? Ja, gleich, wenn er nochmal herkommt. Er wird nochmal herkommen. Aber der guckt dann. Oh Mann, ey. Ich Da glaube, hinten das steht jetzt eine ist das AN. serious. Ich sehe einen Typen. Wo? Mitten auf dem Welche Richtung? Airfield. Mitten auf dem Wohin jetzt? Airfield. Der lootet da. Wir können den gleich holen. Dann pass auf, dann gehe ich eben zum Medic-Zelt. Geh du schon mal zu den Hangaren. Der müsste auf der linken Seite in einem der Hangars sein. So, ich schätze im dritten, vierten, wenn es da so viele gibt. In dem Hangar drin, ne? Ja, der lootet, der läuft immer zickzack. Also der guckt immer sich die Sachen an. Hier sind aber die Baracken, die sind hier auch mitten auf dem Airfield, ne? Und da könnte der auch drin sein. Du, das kommt mitten was Airfield, ne? Das ist kein Ja. Medic-Zelt, wo du hinrennst. So. Also haben wir alles Lazarett. Und was hätten wir, dass das ein Medic-Zelt ist? Weil das ist kein. Das ist doch okay, ist ein Medic-Zelt. Nee, es ist echt nicht. Das sieht nur so aus. Wusste ich. So, wir haben schon einen Teil der Bedrohung hier eliminiert. Aber hier siehst du da am Flieger, der ist da irgendwo vorher links abgebogen. Sollen wir auf den Flieger schießen? Ich liege jetzt am Waldrand. Ja, sollen wir auf den schießen? Nudelbett, wenn überhaupt. Ja, meine ich ja. Warte noch, warte noch. Oh, hi. Hallo. Der fliegt gerade so schön langsam. Der will es doch. Ja, aber der ist so. Der ist so weit weg. Komm mit, komm mit. Wir haben gleich. Wenn er einmal so auf uns zuhauert, dann legen wir uns hin, machen zu dich, ich Dauerfeuer. Er Komm, wird der sich kommt, der hauert auf uns zu. Okay, noch nicht. Das mit hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, auf der Straße, auf der St ich, der hat mich getroffen. Fuck, bin tot. Ich habe den vorher gespottet gehabt, aber ich war mitten im Nirgendwo. Hinter uns war einer im Wald. Den musst du bekommen. Ja, sehe ich. In der anderen Richtung war auch noch einer, ich bin auch tot. Sehe ich doch schon den Namen Vladi durch die Gegend fliegen. Ich bin schon durch. Ich bin schon fast am R4. Du bist gerade immer durch Starry, du Volldepp. Ey, hier ist eine Mission direkt bei Starry. Ja, mitten in Starry unter anderem. Eine grüne Mission. Komm auf die Map. Okay. Ja, ich bin schon die ganze Zeit bei der Mission. Ich gehe die mal eben suchen. Es ist nur so eine Suchmission. Okay, dann wollen wir da mal suchen. Suchen, suchen. Entering safe zone. God mode on. Luca has small boys. Hey Luca? Nee, ich rede nicht mehr mit dir, du beleidigst mich nur noch. Das ist eine Lüge. Gefunden. Wie gefunden? Kiste. Wo? Mir. Oh, ja, gefunden. Oh, die ist aber klein, du. Was ist da drinne? Zwei Saves. Zwei Saves? Was? Der sitzt in Kammer, ja. Ich baue mal einfach zwei hier auf. Genau hier. Und alles mitnehmen. Dann weg hier. Wir können den Safe in der Safe Zone verkaufen und dafür dann Wodnik holen. Ja, komm. War ich. Nehmen wir den Rest mit? Das ist so wieder typisch Epoch, ne? Diese Noob-Server. Guck mal, in der Safe Zone hast du da sogar schon gefunden. 1 Meter neben der Safe Zone. Aua. Fahr mich halt um, Luca. Du hast mich gerade umgefahren. Nein, du hast mich umgefahren.
Nein, du hast mich umgefahren. Nein, du hast mich umgefahren. Nein, du hast mich umgefahren. Hier gibt's Amos. Leute, komm, ganz schnell Waffen kaufen. Dann kann man hier weiter Building Supplies. Safe verkaufen für eine Briefcase, ja. Gib ihm. Dann sag ich dir, wollte nicht holen. Was kleiner, verkauf schon mal den anderen auch noch. Dann können wir uns ja Waffen kaufen. Ja, kauft ihr mal die Waffen, ich kauf schon mal den Botnik. Ey, das ist dieser Server wieder, ne? Leute, bei uns auf dem Server wird es sowas nicht geben. Ihr macht da gar keine Verkaufsanimation mehr, oder was? Ne, ne, du hast sofort verkauft. Ja. Also, willst du die Winterhaus behalten oder willst du irgendeine besondere Waffe haben? Ich guck mal. Ich brauch einen Briefcase. Gib mir mal eben einen Briefcase. Noch ein Briefcase? Ja, ja. Für was ist das denn? Botnik, der kostet hier 2. Dann haben wir kein Geld mehr zum Waffen kaufen. Guck mal, hier ist doch eine Waffe. Ja, das ist meine. Ach, da war doch genug. Da war doch genug. Nein, man konnte nur die 2 Safes verkaufen. Den Rest kann man ja nicht verkaufen. Ja, egal, dann fahren wir einfach mit dem... Dann lass uns lieber ein SUV holen und Waffen. Nein, komm mit. Ich hab die übelste Idee. Ich hab alles schon vorgeplant. Keine Angst. Mucke, du solltest vielleicht dein Fahrrad noch einpacken. Nee, 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 brauche ich nicht mehr. Ich zeig euch jetzt wieso. Wetten, hol ich kein Botnik, sondern irgendwas anderes. Wir brauchen keine. Ich suche jetzt die Leute, die uns überfahren haben. Ich fahre die so kaputt mit dem Botnik. Ich werde die so, ich ungelogen. Wir werden die jetzt. Richtig, wir werden einfach nur sterben. Die Leute, die fragen uns immer, wie wir Gear bekommen, ne? Hier ist die Antwort, Leute. Wir suchen uns einfach die dreckigsten Server aus, wo man einfach in der Safe Zone so 2 Saves findet. Und dann fragen die sich, wieso jeder hier so mitten in die Luft baut. Soll ich euch mal zeigen, was ich eben gesehen habe? Ja, zeig mal, will ich unbedingt okay sehen. Ich glaube, wir fahren gleich an einer Base sogar vorbei. Guck mal, da fängt schon an, so. Ein Joghurt. Kenn ich nicht. Hier noch ein Fruchtjoghurt. Oh, guck mal, da ist Nettlebird. Los. Wo? Mitten auf der Straße. Nein, ja, nein. Sehe ich nicht. Aber das ist voll cool gebaut, jetzt komm. Ja, das so, ist, so, ein, das so ein Building will ich auch gerne haben. Okay, okay, das ist echt cool gebaut, aber wieder nur nach oben, so mega dumm. Guck mal, rechts. Ja, aber trotzdem, ist... sowas will ich auch gerne als Skript auf. Ja, okay, dann guck mal, jetzt kommt das Indianerzelt. Jetzt zeige ich euch mal das Indianerzelt. Dann sag mir mal. Toll. Einfach alles aus Metal Floss gebaut. Sag mir, was soll das für ein Indianerzelt hier sein? Was ist das? Der hat das Metal Floss gebaut, ist doch voll geil. Guck mal, das ist hier. So stelle ich mir eine richtige Base vor. So hier. Zack. Nicht in die Luft gebaut. Ja, einfach nur quadratisch praktisch. Hey. Wie die alle mit Metal Floss ihre Wände bauen. Ja, weil du vielleicht durch Missions hier mega easy Metal Floss kriegst. Aber keine Zombies. Da links sind Zombies, oder? Wo? Hinten links. Bei den Lastwagen. Ich glaube, da ist auch eine Safe Zone. Da ist ein Flieger. Guck mal eben auf der Map, Alter, wie viele Flieger sind hier? Ja, das ist ein Airfield Trader. Das ist Restart, ne, jetzt? Ja, jetzt sofort ja, ist locker Restart. Ja, locker noch so 3 Minuten. Unten steht Restart Minute 1. Echt? Ja. Unten rechts. Wir sollten nicht im Auto spawnen, dann sind wir tot. Wir checken einfach aus. Spacken. Yo Leute, in dieser Aufnahmesession ist extrem viel passiert und wenn ich das alles in ein Video gepackt hätte, wäre das über eine Stunde lang gewesen. Deswegen werde ich das in 3 Videos packen. Das wird so ein kleines DayZ-Wochenende, das heißt heute, morgen und übermorgen wird ein DayZ-Teil kommen und ich sag's euch, das Finale, das wird bombastisch, das ist richtig geil geworden. Falls euch trotzdem das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar und Leute, morgen 14 Uhr geht's weiter und dann fängt's schon an geil zu werden, Leute. Haut rein, freut euch drauf, schönes Wochenende.